Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sherlock Holmes Chapter One. Ja, in der letzten Folge war ich ja ein wenig überfragt, aber wir sind dennoch recht gut durchgekommen. Ich habe jetzt mal ein wenig auf der Karte geschaut und dabei ist mir was aufgefallen. Wir haben ja immer diese Lupensymbole. Und hier ist ja mehr oder weniger alles abgeschlossen, wo wir gerade sind, außer dass wir mit ihr immer mal wieder reden können. Da ist noch die Sache mit dem Anwesen, aber ich denke, das wird wirklich erst grün geschaltet, wenn wir die Sache mit dem Elefanten durch haben. Aber mir ist aufgefallen, dass wir hier auch noch ein Lupensymbol haben. Das heißt, es muss tatsächlich irgendetwas sein, also denke ich zumindest. Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Und dann renne ich hier schon wieder wie blöde rum. Ja, ich will ja eigentlich nur raus, dann mache ich das direkt aus der Vordertür hier. Also ich verstehe das mit den Lupensymbolen so, dass da noch ein Hinweis für mich ist, weil sonst wäre das irgendwie gelb oder so, wenn das von etwas anderem abhängig ist. Also so verstehe ich das zumindest mit den Farben. Deswegen habe ich mir überlegt, dass ich doch noch mal da zurückgehen werde. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass da irgendwo... Moment, in welche Richtung lag das jetzt da? Ich kann mir zwar schlecht vorstellen, dass da irgendwas gewesen ist, was ich übersehen habe, aber naja. Ich gucke trotzdem. Wenn nicht, dann werde ich das Ganze hier rausschneiden und werde dann woanders, wenn ich dann einen besseren Hinweis gefunden habe, beziehungsweise ich irgendwo was gefunden habe tatsächlich. Achso, die Markierung, das war jetzt das Gebäude, glaube ich, hier. Werde ich dann nochmal neu reinschneiden. Ich sehe auch gerade, da links arbeitet einer. Vielleicht könnte man mit dem auch nochmal sprechen. Ich kann mir noch nicht vorstellen, dass ich jetzt hier irgendwas. Also hier war definitiv nichts. Vielleicht sieht man die Sachen auch nur, wenn man dran geht. Aber normalerweise kommt dann ja dieser Punkt, wenn man halt noch irgendwas machen kann, ne? Wobei die Paddel. Na gut, die Paddel hatten wir bisher noch nicht. Die Seite bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Herangegangen sind wir, glaube ich, noch nicht. Was ist hiermit? Fangen wir mal ganz links am besten an. Danach gucke ich dann noch mal in einem anderen Zimmer. So, hier, das war ja das mit dem. A foghorn to navigate and warn others at sea. Ach, jetzt ist das wieder nicht aufgeladen. So, hier habe ich nichts. Oder muss ich eventuell was reinsetzen? Das kann natürlich auch sein. Moment, das könnte ich mal ausprobieren, ehrlich gesagt. Ach, Moment, der Drohbrief? Oder der Behälter mit Pfeilen? Wenn wir den Hinweis jetzt anheften. Gucken wir hier nochmal. Das mache ich jetzt am besten pro Zimmer. So, es dauert halt immer was, bis das aufgeladen ist. Oder ich sollte wirklich pro Zimmer dann auch nochmal hier alles durchgehen. So, hier ist nichts. Was ist, wenn ich jetzt was anderes mache? Behälter mit Pfeilen. Das vielleicht mal anheften oder so. Der Seite ist nichts. Das ist jetzt doof. Das ist jetzt auch Sisyphus-Arbeit. Nur irgendwas muss ich hier übersehen haben. Blutiger Schlüssel. Na gut, der bringt mir vermutlich jetzt nicht viel. Alle anderen habe ich ja letztendlich schon ausprobiert. Kann man auch nirgendwo draufklicken, ne? Das sind so viele. Was ist denn das überhaupt? Breakfast. Ach, das ist Tee. Ah, okay. We can become pirates and show them what should be stored in here. Oder habe ich eventuell irgendeinen Hinweis jetzt noch vergessen bei ihr? Ja, das ist halt so blöd, weil das grün ist. Aber ich verstehe es so, dass ich hier noch irgendwas machen muss. Warte mal, ich wollte mit dem einen
hier vorne eventuell reden? Mit dem kann ich gar nicht reden. Okay. Wobei, ich habe hier jetzt wieder... Oder? Sag ich blutige Verbände? Also hier ist ja ein Auge drauf und auch dieses zum Pinnen. Das heißt für mich eigentlich, ich muss das anpinnen, um irgendwas zu machen. Aber ich kann mit niemandem reden, wenn ich das anpinne. Ich meine, gut, mit denen habe ich ja schon probiert zu reden. Ich habe jetzt drin schon alles ausprobiert. Ich verstehe es irgendwie nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. So, jetzt ist das wieder nicht aufgeladen. Da ist nichts. Ich meine, ich bin jetzt hier wirklich schon überall mittlerweile. Obwohl, habe ich hier schon mal den Blick benutzt? Ich weiß es nicht. Doch, den habe ich doch schon mal benutzt. Ja, genau, den habe ich schon mal benutzt. Das ist irgendwie... Hä? Willst du mich jetzt verarschen? Also, sorry, aber ist das jetzt durch den Blick gekommen? Das kann doch nicht sein. Ich habe den doch schon benutzt. Jetzt bin ich hier gerade... Moment, ich muss den Blick aber benutzen, um... Teedose, nicht schmutzig oder staubig. Kann ich auch wieder raus? So. Was haben wir denn hier? Also, eine Teedose. Ja, hat er ja schon gesagt. Undeniably psychotropes. Not for toothache, I think. Okay. A typical tea tin. I wonder what he has for biscuits. Ah, jetzt hat er sie mitgenommen. Die Frage ist nur, hilft uns das jetzt weiter? Im Lagerraum stieß ich auf den Beweis, dass Paul in organisierte Kriminalität verwickelt ist. Er schmuggelt psychotrope Substanzen auf der Yacht. Okay. Ach, jetzt ist auch das Zeichen weg. Oh, endlich. Moment, aber das war jetzt die verdächtige Nachricht. Die Frage ist, ist das jetzt abgeschlossen oder nicht? Aber den sollen wir wahrscheinlich als Hinweis jetzt anheften, oder? Ich weiß es nicht. Das kommt mir jetzt alles so ein bisschen... Aber sonst haben wir hier nichts mehr, oder? Nicht, dass ich jetzt hier noch irgendwas übersehen habe. Ich meine, ich habe jetzt lange gebraucht, das überhaupt zu finden. Er ist jetzt auch wieder gelb. Moment, lass mich raus. We can become pirates and show them what should. Ja, ich weiß, er veräppelt mich ständig da. Oh. Oi, hands off my possessions before you lose your fingers. Are you illiterate? The rules are written everywhere. Ah, Mr. Perks, the cabin boy himself. Champion, you mean. I was right. You are illiterate. I think a couple of shiners might teach you. One last chance. Who are you? Ich bin ein Freund von Mr. Gilden. Ich bin ein Freund von Imogen. Ja, von Imogen. I'm Sherlock Holmes, a friend of our mutual acquaintance, Miss Imogen. Look, you artichoke. Imogen has no friends. Except for me. If you must try to insult people, it's better to know the meanings of the words that you're using. You fancy you could teach a sailor to swear? Go ahead. Show me how inventive you are. Stand still for a moment. Ah, beobachten. Sehr schön. Sehr schön. Immer gut. Weiblich. Okay. Kaum sichtbarer Adamsapfel. Ja, die Stimme klang jetzt auch irgendwie wie eine Frau, aber... Gut, das nimmt man halt so an, ne? Also ich fand, die klang sehr weiblich, die Stimme. Hier ist doch irgendwas da. Er litt harten Schlag, geschwollene Ellenbogen. Kann aber auch sein, dass er oder sie, ja, eigentlich ist es ja ein Er, einen harten Schlag ausgeteilt hat. Gewalteinwirkung oder Unfall, verbundener Arm. Ja, das sind dann vermutlich die Verbände, die wir gefunden haben. Moment, da war auch was. Breite Hüften und Oberschenkel, ausgeprägter weiblicher Körper. Ja, hat mich mein Gefühl dann wohl doch nicht getäuscht. So, professionelle Schmugglerin, professionelle Seglerin. Ja, muss ja dann schon Schmugglerin sein, weil wir ja was auch immer da für Substanzen gefunden haben. Ich kann es nicht aussprechen, Psycho, was weiß ich was, Substanzen. Paul Perks ist in Wahrheit eine Frau, die sich als Mann verkleidet, um so einen besseren gesellschaftlichen Stand zu haben. Sie nutzt die Privilegien der Männerwelt, um ihre persönlichen Ziele zu erreichen. Unter dem Deckmantel ihrer Seglerkarriere betreibt sie Schmuggel für Banden auf Cordona. Ihr verletzter Arm
spiegelt die Gefährlichkeit ihres Lebens als Schmugglerin wider. Sie wirkt grundsätzlich furchtlos und gerät aufgrund ihrer Verbindungen zur Unterwelt immer wieder in Schwierigkeiten. Ich bin der Meinung, sie hat sich als Paul ihren Platz in der Welt verdient. Ich sehe keine Veranlassung, ihr Geheimnis preiszugeben. Ja, warum auch, ne? Ich meine, es ist ja jedem selber überlassen. Da sagt er auch, dass er das nicht preisgeben möchte. Ja, also ich gehe jetzt natürlich von der professionellen Schmugglerin aus, aufgrund der Substanzen, die wir gefunden haben. Habe ich doch jetzt hier richtig, ne? Muss ich drücken? Ah, nee, gedrückt halten. Okay. So, Schmuggel, genau, dann nehmen wir das. So, a woman wishes to become a real criminal and smuggling is a stepping stone towards that? Is there not enough prestige in yachting? Or is it easier to compete with other fools like yourself? Everyone has a starting pistol, just shoot and run. Don't say a word. I don't know where you're getting half of this nonsense, but you're on some thin ice here that I'm willing to crack. Damn you, Paul. I'm sick of... Who's this peacock? Does he know who I am? I definitely know who you are not. You're not a dictionary reader, at least. I wanted to see how you... pals interact with each other in your natural habitat. But I'm afraid I have to interfere. Okay. And there's no reward for risking our lives. Paul's explanation will suffice. Nein, gibt es nicht. Und ja, es tut mir leid für alle, die jetzt vielleicht einen Kampf sehen wollten, aber das nervt mich ehrlich gesagt tierisch hier mit den Kämpfen. Aber wo ist RCS jetzt hin? Ich sag jetzt mal sie, weil sie hat sich ja nur verkleidet. Sie will ja kein Mann sein. So wie ich das verstanden habe. Hier auf jeden Fall nicht. Hallo? Hallo? Da drin vielleicht? Ah, okay. Hi, ich hab dich gefunden. Your fellow mariners have a strange way of showing hospitality. They were not my friends. Are you sure? I would rather risk my neck for someone who's at least honest and thankful. Perhaps then don't enter someone's life and be so judgmental, pretending you're better than they are. Then give me your perspective and allow me to see through your eyes. Okay. Wo waren Sie heute Morgen? Theodor Gilden ist tot. Ja, ich frag erst mal. What were you doing this morning, Miss Perks? Don't call me that. I'm a champion. I was sailing. The other club members told me that you missed the race this morning. Do champions not need to practice? Ugh, you've talked with them already. No, I wasn't racing. I visited the doctor after that attack on me. And then I had to honor the deal with the bandits you just took care of. I tried to tell you before, but your partners interrupted. Have you heard the news? Theodore Gilden is dead. Do you have anything to say? Well, what a shock. To me, he was an angry old ogre. Good riddance. Was it Goliath that killed him? Did it crush him? Break his bones? Come on, tell me. I want all the details. You have an unusual way of showing grief. Imogen wouldn't appreciate that. But yes, the animal could have been involved. It's poetic in a way, isn't it? It takes a beast to kill a monster. I wish I could have been that elephant. Okay. Sie handeln sich Ärger ein, sie sollten, ja, sie sollte halt vorsichtiger sein, ne? This business of yours, you should be more careful. Ruining your life at such a young age is ridiculous. I am careful. Except for you, no one has noticed where I store the smuggled goods. If the police arrive, there's no link to me. It's common storage, not exclusively mine. Na. Okay, wir können wieder Beweise präsentieren. Ich liebe es. Ich drücke mal einfach alles. I don't know what you're suggesting. Keine Ahnung, ich will nur durchdrücken. I'm clueless. Okay. You smuggle illicit psychotropes on your yacht. Not a delivery for the hospital, I'm sure. Of course not. I've had to cut corners to earn some money. How might a person afford to pay for a yacht in an honest way? I don't know, although I'm smart. The buyers are my customers. Adults who are willing to pay for their pleasure, or weapons for jewels. Whatever they want me to deliver. Nothing criminal. Well, it's your lucky day. I'm not here because of smuggling. Have you tasted this tea yourself? I wouldn't have been a champion if I had used it. It's just a side business that keeps my career afloat. It's quite expensive to compete in yachting. Sometimes I cut corners. Such as fixing
Whirlpool yourself? Exactly. And sometimes I just have to pay. That's how I earn money. I don't sell slaves or take the last Mangir from a poor family. Okay. Aber ich muss ja mal ganz ehrlich sagen, auch wenn die Stimme doch sehr, sehr weiblich klingt und auch nach allem, was er jetzt schon rausgefunden hat, also dass es halt eine Frau ist, das Gesicht sieht dennoch, finde ich, sehr männlich aus. Also ich kann mir nicht helfen, aber... It seems as though Theodore Gildon hung a sword of Damocles over your life and career. Were these only words or something more serious? Check my forearm. Pulled muscles and bruises. Small cuts. Nothing that you could call serious. I doubt that a man in his late 50s could wrestle you. It wasn't him. He behaved like a rat and hired brutes. His boys tried to lock my hands behind my back, but I was faster and I escaped. Was he so protective of his daughter, or was it your feminine secret that provoked him? My guess is that he was protecting his property. As he saw it, he owned Imogen, and he treated her like a piece of furniture. He didn't want his daughter to be loved by anyone. What's more painful is that Theodore didn't allow me to love his daughter. Typical. I'm not sure that your relationship with Imogen could be described as typical. Are you afraid of a woman in trousers? Now that's typical of men. Naja, was hat das damit zu tun, dass sie eine Frau ist? Ich glaube jetzt eher, dass es nicht so gewöhnlich ist, sage ich jetzt mal, die Beziehung zwischen den beiden, weil sie halt hier schmuggelt und alles, also... Look what I found. A box full of darts. Hey, that's mine. I confiscated it. These darts appear to be filled with something. Poison? How powerful is it? It's strychnine. Enough to instantly kill a small rodent. I haven't tried it on a human. Yet. I hope you know what you're doing. Could it immobilize a larger animal? Say, an elephant? I've never tried. But I have wondered. Okay. Irgendwie habe ich tatsächlich immer mehr das Gefühl, dass wir den Elefanten finden werden. Also, davon gehe ich mal aus, ne? Das ist ja auch unser Ziel im Hintergrund. Und dass wir den irgendwie lahmlegen müssen. Ich hoffe, das wird jetzt keine Action-Szene. Between yachts, darts and notes from bandits, I've discovered many fascinating facts about you. But this, an installment of Nabe and Laura's adventures, why did you sully your library with this? It's a gift from Imogen. I didn't buy it. I might have turned a couple of pages, but nothing more. I swear. I will give you the benefit of the doubt, but your literary taste has put you on my blacklist. Okay. A charming picture. I've heard that champions do often pose with their trophies. Cheeky. It is a lovely trophy, though. I'm sure you will agree. What is it that you like most about her? Her naivety? Her father's money? A somewhat difficult choice. Especially now that her father is out of the equation. Okay. Der da schon irgendwas zu... Nee, hat nicht. Does this knife seem familiar? I didn't find it in your competitor's back, to be clear. This knife is as blunt as your humor. It's a bosun's knife, but it's not mine. I wouldn't be so careless as to mislay my tools. Ein Seemannsmesser. What can you tell me about the elephant? He's smarter than some people here, including his owner. Although I feel he could be dangerous, no matter how much he's fed. Why is that? Have you ever seen Goliath attack anyone? Well, not exactly. But I saw it, abusing some poor tree during one of its walks with Theodore. The expression on that old ninny's face was priceless. But it wasn't funny to look at. Believe me, it was frightening. I'm clueless. Ja, ich denk mal. Hey, Swift, are you familiar with this name? The gentleman had business with Mr. Gildon. Likely just another strange and wrinkled fellow like old Gildon was. Perhaps this Swift person has a rhino, and they wanted to see which pet was stronger. In other words, I don't know who he is, but I bet he's crazy like Theodore. I doubt that court owner has ever boasted a battle arena for that size of mammal. You have an interesting imagination. Ich denke mal nicht, dass jetzt hier noch viel zu holen ist. I don't know what you're suggesting. I'm clueless. I don't know what you're suggesting. Ja. I don't know what this means. I don't know what this means.
Ja gut, mit dem Profil kann er auch nichts anfangen. Ich mache nur vorsichtshalber. I don't know what this means. I'm clueless. Damit wir dann... Imogen doesn't strike me as an industrious young lady, so I find it strange that she was busy packing up all her belongings when Mr. Gildon died. That's some favorable wind in your sails, isn't it? Is it so suspicious that a couple might embark on a trip? I wanted to thank her, so we plan to go traveling. A Theodore-free place without elephants. The timing of it is suspicious, however. Your lady friend becomes an orphan and heir, and there's a planned trip directly afterwards. An improvised romantic dinner will never please a spoiled girl. A planned voyage might. It's not spur of the moment. Okay, brauche ich den Rest gar nicht zu machen. Gedankenspiele. Könnt ihr denn mal auf sie mal aufhören, mir ins Gesicht zu pusten, bitte? Jeder beschuldigt Goliath, ja. Auch er hatte Schläger an, doch Pauls konnte in kleinen Dressuren entkommen. Wir machen das jetzt einfach mal zack, zack. Oh, Moment. Was war das? Goliath ist gefährlich, könnte für den Fall jedoch wichtig sein. Ich muss ihn mit seiner Paarungswilligkeit anlocken. Ah, da hatten wir doch dieses Zeugs irgendwie bekommen, ne? Mr. Gildon ging gegen Paul Perks vor. Frische Verletzung. Oh, ich habe jetzt gar nicht geguckt, was es war. Wollte ihm schaden. Theodore Gildon wollte Paul Perks Karriere ruinieren und heuerte sogar Schläger an. Okay. Können wir sonst noch irgendwas machen? Nee, ne? Frische Verletzung. Doch, das funktioniert noch. Paul Perks gegen Schuppenwand geprallt. Paul Perks Ellenbogenverletzung könnte von einer Kollision mit der Schuppenwand auf Theodore Gildons Anwesen herrühren. Ja, ist nur die Frage, ob der Augenzeuge, wer auch immer es jetzt ist, wirklich dann damit zu tun hat, dass der Elefant so ausgerastet ist. Ne? Das ist die Frage. Mr. Smith könnte am Tatort gewesen sein. Arthur Smith könnte am Tatort gewesen sein, als Mr. Gildon starb. Seine Verletzung passt zum Loch in der Schuppenwand. Paul könnte am Tatort gewesen sein. Tja. Ehrlich gesagt, es ist schon so lange her, dass ich gar nicht mehr weiß. Professor Swifts Ellenbogenverletzung könnte von einer Kollision mit der Schuppenwand herrühren. Die haben halt alle was gegen den Elefanten irgendwie, ne? Deswegen weiß ich jetzt nicht so genau. Bootswerkstatt. Heißt das, hier ist was abgeschlossen? Nee, archäologische Ausgrabungsstätte. Okay, da gucken wir doch nochmal eben auf der Karte. Also Bootswerkstatt zeigt er mir immer noch an, dass hier was erledigt werden muss, wenn ich das richtig verstehe. Aber wir sollen, vorausgesetzt, dass ich es wirklich richtig verstehe, auch nochmal zur Ausgrabungsstätte gehen. Ja, ich würde sagen, da das definitiv länger dauern wird, weil wir sicher auch erstmal herausfinden müssen, was jetzt wieder neu hier in der Werkstatt ist. Ich weiß jetzt nicht, können wir mit ihm noch mal kurz... Nee, okay, mit ihm, ihr, wie auch immer, können wir jetzt nicht mehr sprechen. Dann würde ich sagen, dass wir hier erstmal die Folge beenden und dass wir den Rest dann in der nächsten Folge machen werden. Bis dann! Ciao!